Jo Leute, jetzt kommt zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir sind heute wieder an unserem Spot von letztem Jahr beim Springen und wir haben letztes Jahr keinen Maßband dabei gehabt, also checken wir jetzt mal ab, wie hoch dieser Spot eigentlich ist. Radpanne! Radpanne! Okay, wir messen hier. Allerdings, der Wind verweht das ein bisschen. Das heißt, ich muss gleich ins Wasser springen und das halten. Nein, muss ich nicht. Kriegst du das hin? Ich glaube nicht. Jetzt mach geh mal da runter, ich hab keinen Bock mehr. Ich will aber nicht. Das ist ein Backflip, das ist hart. Das ist schwer. Ja, jetzt 3, 2, 1 und ich drop die Scheiße runter. Dann hat er dann warte. Das ist alles drauf. Aha, schön verdreht. Wechseln. Straff ziehen. Ja, was für Straff ziehen, wenn ich Flip in der Gap hab? Ja, so 4,60 würde ich sagen. 4,40. Ja, 4,20 kommt schon gut hin, würde ich sagen. Wie viel sind's? 4,34,5. 4,34, 1,93,97849. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, 3, 2, 1. Ein paar Sekunden später. Inzwischen. So Leute, wir haben es jetzt geschafft, zu den Klippen zu kommen hier nach einem fetten Drohnenabsturz, also zu den gehörigen Klippen, die auf hier so einer kleinen Hotelinsel in Robben sind. Ja, Niklas hat die Drohne mal ein bisschen abstürzen lassen, beziehungsweise die Drohne ist überhitzt und keine Ahnung, jetzt hat den Akku einmal durchgebrannt und glaube ich, die ist einfach, die hat so gestunken nach Feuer, also nach halt so verschmorten Sachen, die ist einfach komplett verbrannt gewesen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier gerade an den Klippen und unten sind so viele Quallen, dass ich jetzt erstmal alle Quallen raustauchen darf, weil man kann die ja oben am Kopf nehmen, damit wir springen können. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber hier sind so richtig fett viele Quallen, die nicht so aussehen, als wären sie ungefährlich. Da haben wir ein wildes Wind. Okay, meine Mission ist, mein ein Jahres altes Ich Hopp zu nehmen, genau, und noch einen Triple Backflip heute zu ziehen, weil letztes Jahr war wirklich scheiße. Und ja, dieses Jahr sollte ich auf jeden Fall besser schaffen, hoffentlich. Hoffen wir das Ganze mal. Die Quallen sind ungefährlich, wir haben es getestet, Nils hat fett reingelangt. Also, springen wir das Ganze einfach. Ich habe nichts mehr gesehen, weil die Sonne so geblendet hat. Wir haben jetzt hier schon gut lang gechillt, hier mit den schönen Quallen, die einfach uns komplett den Sprung versperrt haben vorhin. Wir dachten wirklich, die wären gefährlich. Und dann haben wir einfach den Mut gefasst und in die Qualle reingelangt. Und dann ging alles wieder klar. Aber ja, man kann voll reinspringen, es ist ein bisschen eklig, weil es ist wirklich ein Quallenmeer da unten. Und ja, jetzt gibt es eine Revanche zum letzten Jahr. Ich habe letztes Jahr hier schon Triple Back gezogen und der war nicht so gut rum. Und jetzt muss ich noch einen ziehen, wegen Revanche und so. Und ich hoffe mal, der geht besser rum. Also es sind 7 Meter hier und Anton zieht diesmal auch ein Triple Back. 3, 2, 1, also meine Revanche war da, von 7 Metern wie letztes Jahr Triple Backflip gezogen, überdreht, ja, aber war besser als letztes Jahr. Wir haben noch ein paar andere Sprünge gezogen und ja, richtig geil hier, wenn ihr mal nach Kroatien kommt, die Insel
Ist wirklich zu empfehlen, ist ein geiler, chilliger Spot, kann man den ganzen Tag einfach so ein bisschen da liegen, kann man sogar Hängematten aufbauen, wenn man welche dabei hat. Wir haben jetzt zum Beispiel welche dabei gehabt, kann man hier einfach ganz entspannt den Sonnenuntergang genießen. Ja, ich würde auch damit sagen, das war's mit diesem kleinen, feinen, aber kurzen Vlog, in dem die Drohne kaputt gegangen ist, wir dann an Meer aus Quallen gesprungen sind und ich meine Revanche hatte, meinen Triple Backflip zu ziehen. Also ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, haut rein!